Was haben wir hier? Erhaltene Belohnung, altes Artefaktfragment. Und nochmal. Ach ne, geht nicht. Hier. Gerade verarschen, ne? 0% Haltbarkeit, ja gut. Brauche ich mich hier wundern, dass ich kaum noch Schaden mache. Mein Lichtschwert ist kaputt. Wie, was? Mein Lichtschwert hat 0% Haltbarkeit. Wo sieht man das mit der Haltbarkeit? Wenn du C drückst und dann mit dem Mauscursor einfach nur übers Lichtschwert gehst, da steht oben Haltbarkeit unterm Wert. Oh. Ich müsste so langsam alles reparieren beim Alter, Lecco mio. Okay. 50% null Haltbarkeit. Null Haltbarkeit. Meine ganze Rüstung hat halt das Problem. Ah, darum kriege ich so viel Schaden. Ja, ich muss aber jetzt mit dem Lichtschwert da rein. Wo kann man das denn reparieren lassen? Bei jedem Händler. Jedem x-beliebigen. Ich habe auch kein Ersatzlichtschwert dabei. Das ist gerade richtig scheiße. Das erklärt zum Beispiel einiges. Leute, ich brauche einen Händler. Und zwar jetzt. Ja, ich auch. Ich kann kein kaputtes Lichtschwert in die Hand nehmen und ich gehe gerade in den Story-Modus. Also einmal töten lassen am besten. Und wie mache ich das jetzt? Warte mal kurz. Wow, ist mein Alarm arschig beim Boxen. Haha, geil! Ich kämpfe gerade ohne Lichtschwert. Und ich halte mich gut. Geil. Alter, ich mache 216 Damage ohne Lichtschwert. Holy. Der kommt jetzt, tötet mich doch mal. Alter. Ich heil schneller hoch, als ich tot bin.
eine komische Alte da eigentlich hoch. Ah, renn ich halt zu dem MK4-Droiden hier, komm. Ja, ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nicht mehr auf meine 1000 Schaden komme, Brudi. Also mit einer Angriffskombination mache ich ordentlich, also geht's bis in den vierstelligen Bereich bei meinem Schaden. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Reparatur. Ach du Heil, was kostet mich das Lichtschwert? 460. Ja, alles, komm. Ich hab das Geld. Nein, ich hab mir nicht Schwert verkauft. Was hast du gemacht? Ich hatte gerade mein Lichtschwert aus Versehen verkauft. Kann man das rückgängig machen? Ja, ja, es gibt den Rückkauf. Ich dachte gerade so. Das wäre geil. Das wäre echt Verkauf, 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 Verkauf. Und das, 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 das. Das, das. Leben Sie wohl. So. Jetzt haben wir schon mal alles repariert. Hier Hunger und Dingsbums. Die Aufgabe, bei der bin ich. Aber wo sehen der ihre Sachen aus? Komischerweise, der Wett ihre Sachen haben keine Haltbarkeit. Was ist das für eine Kacke? Beschiss. Ich glaube, die hat aber auch nicht wirklich viel Rüstung. Meine ist komplett ausgerüstet mit einem Pipapo. Dann fahren wir halt noch mal dahin. Muss ich da gucken, dass ich richtig fahre? Genau, einmal da rein. Schön, wenn man gleich mehr Schaden macht. Oh, mein Lichtschwert schneidet jetzt wie durch Butter. Oh,
40 Schaden, also 989, ja. Also, ja. Und ab in den Story-Bereich. Dort ist der Idiot, den ich klatschen muss. Das heißt, ich muss die ganzen Druiden hier wegmachen. Da sind zwei Offiziere, noch ein Offizier. Zwei Druiden. Mark 8. Und da hinten stehen noch mehr. Leck mich ab. Alter. Wenn ich sterbe, kehre ich als Geist zurück. Warte mal ganz kurz. So, was hast du gefragt? Welche Mission du gerade machst? Ich glaube, das war deine. Mit diesem Hudebrubblebum. Gefühlt sind so alle Namen gerade. Hunger der Fribrötener. Oder so. Sieg über die Fribrötener Bonus mache ich nebenbei noch. Bonus macht, glaube ich, jeder von uns. Ich glaube zumindest, dass es die ist, weil Olorav Cyber Ops Offizier. Muss ich den da besiegen? Ich glaube nicht, dass das eine Quest ist, die ich heute gemacht habe, und die anderen sind leider alle viel zu weit weg schon. Zerstöre gegangen. Den Eingang und besiege den Hüter. Ne, ich mache gerade eine ganz andere. Welche mache ich denn? Keine Ahnung. Irgendeine mache ich gerade. Ich verliere gerade sowieso die Übersicht. Ich mache jetzt die ganzen Quests, die ich an der Seite habe, die gelben. Und dann mache ich die Story-Quests alle weiter. Wow. Ein Hit und der war tot. Jetzt muss ich dort hin. Das heißt, dadurch. Ich hoffe, ich kann mich vorbeischleichen. Jo. Let's go.
Schlag. Egal, komm, ruf hier auf die Arschbacken. Ein kleiner Tipp, wenn du unten in der Hotbar immer guckst, wenn du kämpfen tust. Bei dir wird ja eins bestimmt auch die Standardattacke sein. Ja. Immer gucken, wenn du dann eine andere Attacke wählst, leuchtet manchmal unten ein gelbes Feld in der Hotbar auf. Wenn du das dann drückst, machst du eine Combo-Attacke und dann machst du auch automatisch mehr Damage. Ja, genau. Mal immer so. Deswegen komme ich auch auf über 1000 Damage. Ich werde es vermissen, mit euch zusammenzuarbeiten. Meine Arbeit ist selten so unterhaltsam. Das da. Ja, Aufgabe erledigt. Die Aufgabe ist erledigt. Und welche war das jetzt? Nicht die Firmbamba. Okay. Ach, für eine bessere Bestie. Das habe ich gemacht. Ah. Ah, okay. Ja. Befragung fehlgeschlagen. Und einmal dahin transportieren, bitte. So, was haben wir denn alles im Inventar? Oh. Kurze Frage, wie rüstest du deinen Gefährten auf? Du drückst C, gehst oben auf Gefährte und da kannst du dem Sachen geben. Zwei Stück kann ich ihm geben. Nee, du hast auch Ausrüstung und alles Mögliche. Nö. Ach nee, du hast ja dieses immer noch dieses Anfangvieh. Ich habe ja mittlerweile drei. Ach ja, da wollte ich dich sowieso fragen. Ich habe ja hier noch so einen zweiten, aber wie kann ich den zusätzlich ausrüsten? Oder zusätzlich aufnehmen? Zusätzlich geht nicht. Du kannst nur einen Gefährten dabei haben. Ich muss jetzt zum Beispiel die Wett wegschicken, um mir einen anderen Gefährten zu holen. Gefährten fortschicken. Und wie? Und wenn ich da wieder auf Gefährte rufen gehe, kommt derselbe wieder. Warte. Klick mal bitte unten, wo das, die Hotbar von deinem Gefährten ist.
Ja. Da hast du rechts schräg oben das Crewfenster öffnen. Öffne das mal bitte. Rechts schräg oben. Ja, da ganz links unten in der Ecke. Da hast du ja das Symbol für dein Gesicht. Crewfähigkeiten. So, wie viel werden dir dort angezeigt? Wie viele Personen? Zwei. Einmal den jetzigen und einmal den Druiden. Okay, dann. Jetzt muss ich gerade selber kicken. Das nicht. Drück mal N. N. N wie ja. Nordpol. Und dort gehst du auf den du haben willst, machst Rechtsklick und dann Gefährten rufen oder fortschicken. Okay. Besser ist. Wen verwendest du da eigentlich immer? Den, der einfach nur. Ich kämpfe dauerhaft mit der Wett. Der ist was? Die Tussi, oder? Ja. Denn ja, cool. Die ist schon Stufe 25. Hier schon klar. Du meinst jetzt, wenn du unten links schaust, die Zahl dann, oder? Die Stufenzahl. Kann sein. Die hat egal, welche du ausrüstest. Okay. Dann das ist deine Stufe, auf das du runtergehst. Ich sage es halt anders. Ich nehme die mit dem meisten Einfluss. Das ist die Wett mit Stufe 12. Dann, ja, genau. Dann kommt Malawai Quinn mit Rang 4 und der 2VR8 mit Rang 2. Seid auch schon traurig. Meiner hat schon Stufe 14 und kriegt nichts auf die Reihe. Tja, meiner hat dafür zwei Blaster halt in der Hand und macht neben Heilung auch noch Damage. Macht meiner ja klar auch. So. Achso, ich wollte hier gucken nach der Wert 80, Rüstung 306. Das ist das gleiche. Okay, der Handschuh, Wert 38, Rüstung 172. Da kriegt die Wett jetzt diese Handschuhe. Die sind besser. So. Na dann. Beinschutz, okay. Der ist minus 190 Rüstung wären das. Leck mich am Arsch, ey. Bei der Wett 490 und das Ding hat. Nee. Die Wett hat genauso gutes wie ich. Ja, gut. Von da komme ich, nach da muss ich, da hinten sind. Arschloch, greift mich nicht an, wenn ich auf die Map gucke. Yeah.
Ei, ei, ei. Und schon wieder eine Kyras gekriegt. Das gefällt mir. Plastistahl Kyras von Baktuit. Meine macht 545 Rüstung, die macht 475. Die ist besser als die, die Wett hat. Yep, ausrüsten. Genau. Nice, nice. Rockstar, dance until I drop.